Ich bin Tine, ich bin Sängerin bei Nevermind. Wir sind momentan die einzige New Country Band in Hamburg. Uns gibt es insgesamt seit 8 Jahren. Wir haben ein paar Jahre Pause gemacht zwischendurch wegen Personalmangels. Und haben vor einem Dreivierteljahr wieder angefangen zu proben und ein abendfüllendes Programm zusammenzustellen. Das haben wir mit einer neuen Formation gemacht. Wir proben regelmäßig in unserer eigenen Kneipe, dem Live-Musik-Club Chattahoochee in Hamburg. Ja, dem letzten bestehenden Country- und Western-Saloon, den wir in Hamburg noch haben. Und wir freuen uns riesig, heute in Berlin zu sein. Wir waren ganz lange nicht hier. Und es ist schön, endlich mal wieder Leute zu sehen, die gute Country-Musik zu schätzen wissen. Ja, also eigentlich hat Tine schon alles gesagt. Wie gesagt, ich bin Axel, der Gitarrist und Mundharmonikaspieler von Nevermind. Wir, wie gesagt, existieren in dieser jetzigen Formation erst seit einem halben Jahr, denke ich mal. Dreivierteljahr. Die Band schon etwas länger, aber ständiges Personal. Gewechsel war leider erforderlich und jetzt, denke ich mal, hat sich unsere Band so formiert, wie sie eigentlich grundsätzlich sein sollte, und es funktioniert auch gut. Wir sind auch relativ am Anfang, haben auch jetzt mal gerade genug Titel gehabt, um diese Vorstellung, sage ich mal, mehr ist es ja nicht, hier bei der Messe oder beim Meeting absolvieren zu können. Ansonsten würden wir Schwierigkeiten haben, einen ganzen Auftritt zu machen. Da fehlt noch ein bisschen an Masse etwas, an Klasse hoffe ich nicht. Wie ist er denn überhaupt zur Country-Musik gekommen? Ach ja, also bei mir war es so, ich bin vor ungefähr 25 Jahren zum Country gekommen. Früher habe ich nur Rock und Blues gemacht. Und dann war es so, dass in der Band, in der ich spielte, die war sich kurz vorm Auflösen. Und die Bandmitglieder wollten mich noch irgendwie anders vermitteln, aber sie kannten nur eine Country-Band und wollten mir das eigentlich gar nicht anbieten. Aber es war im Endeffekt doch eine Sache, die mir sehr gut gefiel, weil es eben kein klassischer Country, sondern New Country war, ähnlich wie wir es heute auch machen. Nur vor 25 Jahren ist das heute schon wieder traditional, was früher New Country war. Also insofern hat sich nicht viel geändert, aber die Musik ist der Stil schon etwas rockiger und bluesiger geworden, als es früher mit Johnny Cash oder Waylon Jennings der Fall war. Ne? Das würden wir auch nicht so gerne machen, das ist nicht ganz so unser Ding. Aber gehört natürlich dazu, keine Frage. Aber da sind wir eigentlich beide und ich denke, Tine ähnlich. Ja, wie war es bei dir? Ich bin so aufgewachsen, wenn man so will. Ne? Axel ist mein Papa. Ja. Ja, stimmt. So. Meine Mama Sylvia, die den Country und Western Saloon führt, ist auch seit vielen, vielen Jahren Country. Ja, das ist auch ein Teil Lebensphilosophie geworden. Also, ja. Auch wenn man das heute nicht sieht, aber wir sind richtig echter White Trash. Wir sind schon, schon so die letzte Redneck-Hochburg bei uns und ja, Lebenseinstellung. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been for love. Seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Laden zu übernehmen in Hamburg? Naja, die Anna, die hatten wir damals, das war die ehemalige Inhaberin, die hatten wir schon Jahre vorher begleitet, weil sie relativ krank war und sich nicht mehr um die Musik kümmern konnte. Und wir hatten das eigentlich schon ein paar Jahre vorher, bevor sie den Laden zwangsläufig abgeben musste, aus gesundheitlichen Gründen, übernommen. Und das war dann so ein fließender Übergang eigentlich. Irgendwann ist sie dann leider aufgrund ihrer Krankheit gestorben. Und dann haben wir mit dem Vermieter abgemacht, dass wir den Laden gerne übernehmen würden. Er hatte eigentlich nicht vor, das weiter zu betreiben als Live-Musik-Kneipe, weil es ist immer ein bisschen mit Problemen behaftet, weil darüber sind Wohnungen und die könnten natürlich Schwierigkeiten machen irgendwann mal. Nicht? Aber bis jetzt ging es eigentlich recht gut. Und das Ganze war vor knapp 6 Jahren, da haben wir den Laden fest übernommen und machen das jetzt
ähnlich weiter, aber schon ein bisschen übergreifender und ein bisschen vielschichtiger als bisher, als es früher der Fall war. Aber wenn man die Kneipe sieht, das ist schon ein richtiger Saloon. Also das ist schon reine. Und man darf nicht vergessen zu erwähnen, wir sind tatsächlich eine der wenigen Läden in Hamburg überhaupt, wo man noch richtig echte Country-Musiker sehen kann. Da gibt es nicht viel. Ne? Da gibt es in Hamburg nicht viel. Wir haben natürlich die Reeperbahn mit ihren Event-Clubs, wo immer mal eine Band auftritt. Aber das ist nicht das Gleiche. Wir sind ein Saloon, wir sind ein Western-Saloon. Und bei uns gibt es richtig echte Country-Musiker. Bei uns gibt es auch richtig echte Country-Musiker aus Amerika, die von klein auf wissen, was sie tun. Und da sind wir verdammt stolz drauf, dass wir so die letzte Instanz sind, die dieses Schild immer noch voller Stolz hochhalten kann und sagen kann, wir sind Country, wir leben Country. Und ja, es ist für uns nicht einfach nur Musik, es ist eine Lebensphilosophie. Genau. Wenn man jetzt hier auf so einem großen Festival auftritt, wie ist das für euch? Unheimlich, unheimlich. Wir haben bis jetzt kleine Club-Gigs absolviert, ne? Also wo wir fast so nebeneinander auf der Bühne stehen. Und hier hast du Massen von Platz, du kannst laufen, du kannst dich bewegen, du kannst Spaß haben. Das ist eine ganz andere Form von Show, die du abliefern kannst. Das ist toll. Man muss sich erst mal dran gewöhnen, man muss erst mal mit dem ganzen Platz zurechtkommen. Aber es ist schwieriger so rum als andersrum. Insofern, jetzt mit der großen Bühne kommt man dann doch etwas leichter klar. Obwohl es ist nicht alles unbedingt immer nur von Vorteil, wenn die Bühne größer ist oder wenn die Location größer wird. Dieses Heimelige macht oft auch einen vertrauteren Sound und man spielt eigentlich oder man singt dann auch wahrscheinlich besser. Diese große Geschichte, die ist, da verliert sich der Sound oft und man ist so ein bisschen, so ein bisschen neben der Reihe. Also nicht so ganz optimal, wie es eigentlich sein sollte. Wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache. Nicht? Also das ist natürlich für uns relativ ungewohnt, so eine große Bühne von 15 mal 10 Metern zu spielen. Ich persönlich freue mich ganz doll auf die Open-Air-Saison. Ganz wunderbar. Ich spiele unglaublich gern draußen, auf die Festivals. Wir haben das früher mit Nevermind gemacht, in der alten Formation. Haben wir viele kleine Festivals abgegrast und das war einfach toll. Die Atmosphäre ist super. Wenn alle tagsüber beieinander stehen, du hast Barbecue, du hast die Kinder, die rumlaufen, du hast verschiedene Bands, du lernst andere Musiker kennen, die von Gott was weiß ich nicht wo kommen. Das ist einfach super. Das ist toll, das macht Spaß. Meine letzte Frage, was steht bei euch dieses Jahr noch am Programm? Habt ihr vielleicht neue Musik oder seid ihr viel auf Tour? Was ist los bei euch? Also wir arbeiten weiter an unserem Programm. Unser Rhythmusgitarrist ist ein ganz toller Mandolinespieler. Da wird noch ganz viel mitgemacht. Mal gucken, wir werden wahrscheinlich auch ein paar Traditionals mit reinnehmen und die ein bisschen modern umwandeln für die strikten Country-Fans. Es wird ja ganz oft gemeckert, New Country, das ist Popmusik zum Tanzen, das ist ja mehr Rock'n'Roll, das ist Glitzer. Aber das muss nicht sein, das muss nicht sein. Also man kann durchaus auch ein paar alte Songs nehmen und die neu verpacken. Here in the calm of the storm.